Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute habe ich ein komplett anderes Thema. Meine Freundin ist Reiterin, hat ein eigenes Pferd und wir gehen auch zusammen öfters ausreiten. Wir gehen aber auch zusammen öfters fliegen. Und dann habe ich mir mal gedacht, welche Teile eines Flugzeuges kennt sie denn mittlerweile nach ungefähr 2 Jahren mit mir zusammen fliegen? Also haben wir uns zusammen hingesetzt und ich stelle ihr mal ein paar Fragen zu verschiedenen Flugzeugteilen. Mal gucken, wie viel sie kennt. Und damit das auch ausgeglichen ist, stelle ich mich auch innerhalb von 2 Wochen Reiterfragen. Also sie wird mir Begriffe, Videos oder Bilder aus der Reiterwelt zeigen, die ich dann erraten muss und benennen muss. Und jetzt viel Spaß bei dem Video, lasst schon mal ein Abo da, los geht's. Hi, ich bin die Marileda und habe mit der Luftfahrt prinzipiell nichts am Hut, sondern bin Reiterin. Ich fliege zwar gerne im Urlaub, aber ansonsten kenne ich mit Flugzeugen nicht so gut aus. Aber ich bin gespannt, was ich so präsentiert bekomme und freue mich auf das Video. Wir gehen zwar auch zusammen fliegen, wir gehen auch zusammen reiten, aber so viel technischen Hintergrund hat Marilena ja dann doch nicht. Vieles habe ich dir trotzdem schon mal erzählt. Ihr könnt gerne mitraten, ich werde jetzt 10 Bilder zeigen. Falls ihr die Teile auf den Bildern erkennt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare und mal gucken, was dabei rauskommt. Also viel Spaß bei dem Video. Also kommen wir zum ersten und das ist dieses hier. Weißt du, was das ist bei dem Flugzeug und was ist die Funktion? Also von dem hier. Das ist der Popo und der frustriert die Wolken. Fast. Das ist das Zusatztriebwerk. Ein Flugzeug braucht am Anfang zum Start sehr viel Energie, Zapfluft so gesagt, um die großen Triebwerke, die Haupttriebwerke zu starten. Und deshalb ist hier hinten ein Zusatztriebwerk drin. Das ist die sogenannte APU, die Auxiliary Power Unit. Die produziert halt Zapfluft und Strom, wenn das Flugzeug am Gain steht und jetzt nicht an den Bodenstrom angeschlossen ist. Ich wusste, dass es ein Zusatztriebwerk gibt, aber jetzt auch nicht wusste, dass es im Arsch ist. Das ist ganz ehrlich, sorry, aber ich glaube, ich habe recht. Das ist ja wohl eindeutig der Hintern und das ist der Pups. Also. Wusstet ihr das? Kommen wir zum Bild 2. Hast du schon mal dieses Schild am Flughafen gesehen? Und was könnte es bedeuten? Ja, ich kenne das Schild noch mit einem E dran. Und da warte ich dann, bis ich einsteigen kann, wenn ich in Urlaub will. GAT ist halt eine Abkürzung, die steht für General Aviation Terminal. Also mit dem allgemeine Luftfahrt erstmal? Genau. Ah, also nicht für kommerzielle Luftfahrt? Also doch, schon kommerziell, aber nicht für die großen Linienflüge, sondern halt eher für kommerzielle kleine Luftfahrt. Wenn wir jetzt mit einem kleinen Flugzeug fliegen oder halt mit dem Privatjet irgendwo hinfliegen, dann müssen wir ja anders GAT. Okay, nächste Frage ist... Hier haben wir eine klassische Landebahn. Was denkst du, wo wir als Flugzeug so gesagt aufkommen müssen? Und was ist unser, das nennt sich Aiming Point, also wo müssen wir drauf zielen, da zu landen? Naja, also das Foto macht es mir relativ einfach. Ich gehe einfach davon aus, dass das höchste Reifen- und Gummiabrieb ist. Und wahrscheinlich ist der Aiming Point das Ausgefüllte. Richtig, genau. Also immer ganz. Also sagt mir, dass ganz viele Leute das auch nicht wussten. Kommen wir kurz zu einem von mir erfundenen Unterrichtsfach, und zwar Landebahnkunde. Der erste Zebrastreifen stellt so gesagt den Beginn der Landebahn dar. Die Zahlen stehen natürlich für die Kompassausrichtung, in dem Fall 200 Grad. Und die ersten dreifachen Striche zeigen so gesagt den Beginn der Touchdown-Zone. Der Aiming Point ist natürlich richtig von Marilena identifiziert worden, sind die ausgefüllten Teile und die doppelten und einfachen Striche stellen so gesagt das Ende der Touchdown-Zone dar. Wenn man jetzt darüber schwebt, weil man noch zu schnell ist, muss man dann durchstarten, weil eventuell reicht die Startbahn dann nicht. Kommen wir zum nächsten Bild. Es handelt sich um dieses kleine Objekt hier oben. Du kennst das ja schon, wir nehmen da ja dieses wunderbare Cover immer ab, wenn wir fliegen. Wieder Cover. Weißt du noch, wie das heißt und für was das zuständig ist? Ja, das ist tatsächlich das Erste, was ich jetzt direkt wusste, glaube ich. Das ist Pitut. Ja. Und mit dem Pitut-Cover. Und das ist dafür zuständig, den Luftstrom zu messen. Richtig.
Und dadurch berechnet ja das Flugzeug die Geschwindigkeit, also den Luftstrom über die Tragflächen. Und ja, es ist das Pitot-Tube. Weiter geht's. So, hier sehen wir eine perfekte Tragfläche von einer Finnair-Maschine mit drei komischen Dingern ausgefahren. Weißt du, was das für Dinger sind? Sind das nicht dann die Landeklappen? Nein, die Landeklappen ermöglichen, dass wir langsamer fliegen können, aber um halt langsamer fliegen zu können, müssen wir bremsen. Und das sind halt unsere Bremsen. Die können nach oben ausfahren und erzeugen dadurch halt sehr einen hohen Widerstand. Und dadurch wird das Flugzeug halt langsamer. Man kann das halt im Flug halt auch noch dafür benutzen, um steilere Kurven zu fliegen, indem du die auf einer Seite ausfährst und auf der anderen Seite bleiben die unten. Und an der Seite, wo die halt ausfahren, geht halt die Tragfläche nach unten und die andere Tragfläche geht dann halt hoch. Und so kann man halt engere Kurven fliegen. Wird alles voll automatisch gemacht, also man kann das jetzt nicht linke Seite, rechte Seite ansteuern. Wir können halt immer nur beide Seiten ansteuern, indem wir halt die Speedbrakes ausfahren und das Flugzeug fliegt dann langsamer. Es war halt unfair, weil das kleine Flugzeug hat natürlich keine Speedbrakes. Deshalb, aber okay. Kurze Bewerbung in eigener Sache. Falls ihr mehr über die Luftfahrt erfahren wollt, guckt doch mal bei meinem Podcast vorbei. Rollfeld Stories, hier auch auf YouTube oder Apple Podcast oder Spotify. Guckt gerne mal rein, lasst ein Follow da und bewertet gerne. Jetzt will ich euch aber nicht weiter stören. Viel Spaß bei dem Video. Jetzt eine richtig klassische Frage. Ist das ein Airbus oder ist das eine Boeing? Das ist gemein, weil ich weiß, dass der Airbus so einen komischen Stick hat, um alles zu steuern. Genau, das ist das Overhead. Aber ich weiß nicht, wo der Unterschied, glaube ich, beim Overhead Panel ist. Na, ich sag mal so, ein Airbus ist immer sehr einfach strukturiert, alle Sektionen sind perfekt beschriftet und sieht nicht so chaotisch aus wie eine Boeing. Dann ist das wohl ganz offensichtlich eine Boeing. What? Hä, das ist doch nicht logisch beschriftet. Das ist ein Airbus. Ja, ich dachte schon, das ist ein Airbus, okay, kein Chaos. Ich blende mal jetzt ein Boeing-Overhead-Panel ein, da könnt ihr das mal vergleichen und dann wisst ihr, was ich meine mit chaotisch und nicht chaotisch. Das ist ein Boeing-Overhead-Panel. Wow, nevermind, das war wirklich ordentlich. Ja. Kommen wir zu dem nächsten Bild, aber du schlägst dich ja schon mal nicht schlecht. Na geht so. Ich hab grad ganz schön krass Airbus beleidigt. Hier haben wir von einem Airbus das PFD, das Primary Flight Display. Was würdest du als Laie an diesem Gerät alles so erkennen? Also auf jeden Fall fliegen wir schon mal gerade, also gerade in Bezug zum Boden. Mhm. Das erkennst du woran? An dem Horizont. Am Horizont, ja, danke. Ist das nicht auch noch die Höhe? Ja, genau. Also wir sind jetzt auf 3740 Fuß. Für die etwas genauere Antwort, wir fliegen gerade durch 3400 Fuß und sinken, das sehen wir hier am Vertical Speed Indicator, also wir sinken mit 800 Fuß pro Minute. Das wollte ich natürlich noch sagen, der Vertical Speed Indicator habe ich auch direkt. Genau. Dann ist, also ich weiß, dass dieser QNH super wichtig ist, hat es nicht was mit dem, ist nicht der Luftdruck? Das ist der Luftdruck, richtig. Was könnte das hier links sein? Keine Ahnung. Die Geschwindigkeit. Ah. Ja, okay. Ja, genau. Also das ist die Geschwindigkeit, haben wir hier. Den Kompass hast du hier unten. Also das ist halt natürlich abgekürzt 250, 260, 270 Grad. Du hast die Höhe, du hast den Vertical Speed Indicator. Aber sehr schwierig. Aber du wusstest fast 50%. Okay, weiter geht's. Das nächste Bild bezieht sich auf diese vier kleinen Lampen, die einen richtig witzigen Namen haben. Weißt du noch, wie diese Lampen heißen? Ich weiß es nicht, nein. Doch. Du hast eine Mama und ein... Kind? What? Wo hast du denn ein Kind, Mann? Mama und Papa? Richtig. Und wenn du ihn liebevoll nennen willst? Papi? Genau, das sind Papi-Lichter. Okay, aber ich dachte eher so Papi im Sinne von Babyhund. Also, nee, aber die werden PAPI geschrieben für Precision Approach Path Indicator. Die zeigen dir, ob du, wenn du im Sichtflug bist, zu hoch bist oder zu tief bist. Und zwar, jetzt siehst du zwei weiße Lampen und zwei rote Lampen, da bist du perfekt drauf. Wenn du mehr rote Lampen hast, bist du zu niedrig.
Rot ist tot. Und weiß heißt, okay, du bist zwar sicher, aber du bist halt auch viel zu hoch. Jetzt haben wir das ja fast erwähnt, aber wir haben noch dieses wichtige Instrument. Weißt du, was es anzeigt und warum das halt wichtig ist für uns? Der Name ist wahrscheinlich Programm, das ist der Vertical Speed Indicator, der auch eben schon abgebildet war quasi, oder der mit diesem grünen Strich da abgebildet war. Genau, das ist halt so die klassische Variante, wie wir das halt in der Piper haben. Und der zeigt ganz offensichtlich an, ob wir steigen oder sinken. Es hat zwei Funktionen, und zwar ist das nach dem Start wichtig, weil wir können zum Beispiel auch die Nase hochnehmen und nicht steigen, wenn wir keine Geschwindigkeit dafür haben, dann fliegen wir einfach auf der Höhe weiter. Ah. Und bevor wir jetzt auf dem großen Flugzeug das Fahrwerk einfahren, müssen wir wirklich auf dem Indicator ablesen können, dass wir wirklich steigen, also eine positive Steigrate haben. Okay, das war das letzte Bild. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, wo du Pferdesachen erraten kannst. Genau, in ein paar Wochen machen wir dann das andersrum. Ich werde dann Pferdesachen gefragt, weil ab und zu gehen wir dann mal zusammen ausreiten und ich stelle mich mal den Fragen. Und ja, falls ihr mehr über Pilotensachen erfahren wollt, dann folgt doch diesem Kanal, hört bei meinem Podcast rein. Aber falls ihr euch für Pferde interessiert, dann guckt doch mal bei ihrem Instagram vorbei, ist alles unten verlinkt, und bei ihrem Ponypalaver Podcast, den sie zusammen mit ihrer Trainerin macht, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war's mit dem Video. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Meine Freundin hat sich ja wirklich nicht schlecht geschlagen für eine Person, die mit der Fliegerei überhaupt nichts am Hut hat. Wie gesagt, beide Podcasts unten verlinkt. Ihr Instagram ist auch verlinkt. Falls ihr Fragen habt um das Reiten, hört gerne rein, schreibt ihr. Also viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video hier auf dem Kanal. Ciao, ciao.